Hallöli, ich schnuffe im Monster, da sind wir wieder. Und zwar werden wir heute die größte Gummi-Cola-Flasche machen, die ihr jemals gesehen habt. Ihr kennt doch sicherlich diese kleinen Cola-Fläschchen und die machen wir jetzt einfach in groß. Abonniert meinen Kanal für weitere Videos und schon geht es los. Die Cola, die ich benutze, ist eine 0,33er Cola und deswegen brauchen wir auch nur 3 von diesen Packungen. Am besten ist, du kippst die Cola erstmal in eine Schüssel, machst ein bisschen Wasser dazu, damit die Menge auch ausreicht. Und dann rühren wir das Ganze raus, damit die Kohlensäure verschwindet, weil sonst, glaube ich, wird die Gelatine nicht richtig fest. Jetzt machen wir die Banderole von der Cola ab. Das geht super einfach. Die klebt nämlich wirklich nicht feste und legen die ganz vorsichtig beiseite, damit sie nicht verschwindet. Und jetzt können wir die Gelatine in die Cola mit reinkippen, rühren das Ganze richtig um. Und wenn ihr auch Brocken drin habt, die sich nicht auflösen, dann schöpft ihr einfach mit einem Löffel ab. Und jetzt habe ich mir einen Trichter genommen, einfach weil es etwas leichter ist. Und dann schütte ich die ganze Flüssigkeit in die Colaflasche rein. Das Ganze kommt jetzt in den Kühlschrank, bis die Gelatine fest geworden ist. Ich habe es einfach 24 Stunden drin gelassen. Und wenn das Ganze fertig ist, dann nehmen wir uns einen Cutter und eine Nagelschere und entfernen einfach die Colaflasche. Das ist ein bisschen gefummelt. Ihr müsst auch aufpassen, dass ihr die Gelatine nicht zerschneidet. Aber ihr seht, ich habe den bekommen, dann kriegt ihr das auf jeden Fall auch hin. Und jetzt nehmt ihr eure Banderole und macht die wieder um die Colaflasche drum. Ich sag euch, das klebt sofort von selber. Stopft den Deckel oben drauf und schon ist eure Cola fertig. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, dann verpasst ihr keine Videos. Schaut euch mal mein Do-It-Yourself-Lichtschwert an, das ist saugeil. Wer Star Wars mag, der wird mit diesem Video auf jeden Fall viel Freude haben. Bis nächste Woche. Tschüssi!